besuchen wir Frank Klaas. Gehen wir mal rein ins Büro bzw. Showroom. Ja, herzlich willkommen. Ich nehme mal mit. Ja, gerne. Kommt mal rein in die gute Stube. Ja. Geht. Das ist mein Kollege Sven. Guten Morgen. Das ist das Gesicht von Frank Klaas, wenn man durch die Tür kommt. Also der erste Ansprechpartner, der kümmert sich um die Kunden, wenn sie reinkommen. Herzlich macht willkommen. Macht den ganzen Transport und so weiter und so fort. Ja. Dann gehen wir auch weiter zu meiner Kollegin Sieberin. Hallo. 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 Etwas überfallartig. Ja, genau. Das ist mein Kollege Sieberin. Sieberin ist verantwortlich für den Sales-Bereich in Holland und den Direktverkauf hier auch bei Van Klaas. Das mache ich ja nicht, ich kümmere mich hier nur um Händler. Ja. Deshalb wird euch Sieberin einmal durch den Showroom führen. Wir haben hier ein Experience Center, um unsere Produkte zu zeigen. Und ich würde das Wort mal übergeben. Sieberin ist etwas gehandicapt, der ist beim Skifahren auf die Nase gefallen. Aber er gibt sein Allerbestes. Und wir machen das. Und wir machen das mal. Okay, alles klar. Viel Spaß. Danke. Wir sind ja die Motorbootseite. Welche Trailer werden denn am meisten gekauft für die Motorboot? Für die Motorboote? Für die Motorboote haben wir genannt der Acceleron, so das ist ein Standard-Trailer, okay. Acceleron. Und den Acceleron haben wir mit in drei Varianten, so das ist der, eins mit Kiel- und Kimmroller. Ja, das ist das klassische, ne? Klassisch, ja. Dann haben wir eine neue Variante, das ist die Wave. Ja. Und dann haben wir noch ein sehr luxuriöser. Und das ist der Gyro, die Gyro-Version. Das ist gleich wie hier, was man hier sehen kann. Okay, das haben wir auch in unserem Refit-Boot, haben wir ja auch das Gyro. Ja. Selbstzentrierung ist dabei und so weiter. Ja. Ja, sehr schön. Ja, stimmt. Okay. Ja. So, jetzt haben wir hier noch was ganz Tolles. Das sind ja, wir sind angefangen, so lass mal sagen, kleine 10 Jahre vorher. Wir waren die erste mit 100% wasserdichte LED-Beleuchtung. Und wir haben so hier ein Bassin gemacht. So, die Beleuchtung hier ist auch seit 10 Jahren hier dahin ist noch immer sehr, sehr schön und das, das ist noch immer gut zu sehen zu lassen. Auch geht das Unterwasser noch immer so. Ja, ich drücke auch mal drauf, also das ist ja auch ne? Sehr schön. Ich drücke auch, kann so ein bisschen schön gucken, wie das noch funktioniert. Ja, wir sind heute hier bei der Produktion oder in den Produktionshallen von Van Klaas und wollen uns das einfach mal angucken, wo hier die schönen Edelschalt-Trailer gebaut werden. Lass uns gucken. Da kommen wir mit rein. Ja. Wir bekommen die Teile fertig vorbereitet im Laserschnitt. Das heißt so, dass sie zum Trailerrahmen schon verarbeitet werden können. Das kann man hier ganz gut sehen an den Stellen. Hier sind schon die Einlassungen für die Lampen zum Beispiel vorbereitet. So dass die einzelnen Teile für die einzelnen Rahmen auch die Lampen und die Einlassung immer an derselben Stelle haben. Das heißt, wir garantieren so, dass jeder Trailer am Ende more or less auch gleich aussieht. Und wo wird das gemacht? Wird das hier gemacht bei euch oder habt ihr das ausgelagert? Das haben wir ausgelagert, das wird nicht direkt hier gemacht. Wir haben das mal überlegt, aber die Platzprobleme sind ein bisschen sprechen dafür, das auszulagern. Wir bekommen das fertig angeliefert, wird aber auch in Holland gemacht, ein paar Straßen weiter quasi, wird das hier gebaut und wir bekommen das Just-in-Time angeliefert. Und was haben wir da für Sachen? Das sind die Rohre für die Gyrosysteme nachher. Darauf, das sehen wir in der Endkontrolle. Das sind die Rohre, auf denen die verdrehbaren Rollen, die den Luft nachher aufnehmen, das nennt man bei uns Gyrosystem, aufnehmen können. Wir bauen ja alle Trailer auf Bestellung, das heißt, wir bauen hier keine Lagertrailer, sodass die Teile, die wir hier haben, zwar modular vorrätig sind, also wir bauen die Teile, die wir brauchen für die Trailer in Lagerhaltung, immer in einer bestimmten Menge, das zeige ich gleich nochmal. Wir bauen aber die Trailer alle einzeln, das heißt, das, was hier bestellt ist und das, was hier angeliefert ist, das weiß auch schon, was es für ein Trailer wird nachher. Hier liegt also nichts rum, was hier auch schon gebraucht wird oder was darauf wartet, Trailer zu werden nachher. Okay. Ich sehe hier so schöne Backen drauf, hier auf dem Farbfeld. Ja. Was sagen die denn aus? Das ist ganz einfach erklärt. Wir haben ja, wie ich eingangs schon sagte, modulare Bauweise. Ja. Das bedeutet, alle Teile, die am Trailer sind, sind relativ schnell ersetzbar. Wir können also aus einem Gyro-Trailer einen Acceleron machen, wir können aus einem Acceleron einen Wave machen, das geht relativ schnell.
Und wir können somit auch Teile, die angebaut werden, in großer Menge oder in der Menge, die wir sie brauchen, auch vorproduzieren, ohne dass sie schon bestellt sind. Das ist der einzige Unterschied. Die Trailer, die wir hier bauen, sind schon bestellt. Ja. Die Teile hier wissen noch nicht so genau, was sie für ein Trailer werden oder für wen sie nachher sind. Ja, also da ist es so, dass wir hier zum Beispiel sagen, wir brauchen minimal 30 Produkte von oder 30 Items von diesem Produkt und maximal 40, um zu gewährleisten, dass wir im Standardbau, das, was Standard geplant ist, auch klarkommen. Und dieser Smiley, beziehungsweise der grüne Haken, sagt, es ist alles in Ordnung, wir haben hier mindestens 30. Wenn das nicht mehr so ist, dann wandert das runter. Und wenn wir dann nachher den roten hier haben, dann weiß derjenige, der die Teile bearbeitet, oh, hier ist ein Problem. Ja. Der kann also dann durchgehen, durch die Halle gleich oben sehen, da muss ich was machen. Das sehen wir hier auf der Seite zum Beispiel, hier haben wir oben rote Ausrüstungsteile. Ja, genau. Ja, das ist grün. Jetzt weiß der Mitarbeiter, aha, hier stimmt irgendwas nicht, hier muss ich nach. Jetzt hier die Fertigung von unter anderem Achsen, die Maschine baut. Die Maschine cuttet im Prinzip das ist Vollmaterial. Das heißt, das sind die. Für unsere Achsen, die wir verwenden für die Rollen, sind alles Vollmaterial. Das heißt, das ist richtig massiv. Und um das zu sägen, das ist ein Edelstahl, lässt sich nicht so schnell und einfach wie Butter durchsägen. Das muss sehr langsam passieren, um das Material nicht zu schädigen, vor allem auch die Säge nicht kaputt zu machen. Ja. Und deshalb braucht die Säge ein paar Minuten, um Stücke zu sägen. Das macht sie. Das ist eine ganz alte Maschine, die funktioniert aber wunderbar. Und die macht das von alleine, die geht immer ein Stückchen weiter. Dann sägt sie ganz langsam, macht sie im Moment nicht, aber macht sie, wenn sie produziert werden muss. Und dann wird das hier auf Vorrat gebaut und anschließend weiterverarbeitet, entgradet und dann kommt es in die Körbe mit dem Smiley und wartet darauf, zum Trailer zu werden. Ganz genau. Wir machen sehr, sehr viel per Hand. Das ist Manufaktur hier. Das heißt, hier wird viel per Hand gearbeitet. Hier wird viel per Hand gearbeitet, da wo es keinen Sinn macht. Da wo wir sagen, wir haben Kleinteile in der Fertigung, die ein Schweißroboter einfach schneller und auch präziser fertigen kann. Da machen wir das mit dem Roboter. Das spannt der Kollege dann entsprechend ein. Und dann baut er eine Serie von kleinen Teilen. Auch wieder selbes Prinzip. Da wird im Vorrat gebaut. Das können wir vielleicht sehen, wenn wir den Schwenk nach hinten machen. Hier sehen wir auch wieder Smileys. Und solange die alle lachen und grün sind, ist alles gut. Hier kommen wir zu dem Bereich, wo die Rahmen stehen. Die Trailer werden alle in Rahmen eingespannt, beziehungsweise die Materialien, die vorgefertigt sind, werden in Rahmen eingespannt. Die sind auch, das hatte ich vorhin gezeigt, an bestimmten Stellen angekantet, beziehungsweise das können wir uns hier mal angucken, wie das aussieht. Also unser Ding hier, Die kommen fertig hier an, so lasergeschnitten, dann wird dieser Steg hier rausgeflext. Und dann haben wir immer eine gleichbleibende Aufkantung, einen gleichbleibenden Winkel. Und wenn wir das dann noch in den Rahmen einbauen und einspannen, dann ist sichergestellt, dass der Trailer nicht mal so und mal so ist. Das kann man vom menschlichen Auge her gar nicht so genau machen. Und in dem Moment, wo wir das Laser geschnitten fertig positioniert haben, weiß ich, ich habe immer dieselben Winkel und dieselben Kanten in den Trailerrohren. Jeder Modelltyp hat seinen eigenen Rahmen, das sieht man hier. Hier werden die dann eingespannt entsprechend, sodass der Schweißer, das wird alles per Hand hier noch gemacht, der Schweißer dann auch sehr präzise arbeiten kann. Wenn die Rahmen dann weitergehen und fertig werden. Achso, die werden auch immer gleich durchgeschweißt, wenn die hier am Arbeiten sind, ne? Die Nähte. Oder wird das die Schweißnähte werden vernünftig durchgeschweißt, ganz genau. Am Anfang, und wenn sie fertig sind, anschließend nachher behandelt und gereinigt. Hier sehen wir zum Beispiel einen Rahmen, der schon weiter ist. Hier kann man schon ein bisschen erkennen, das wird mal ein Trailer. Das passt natürlich nicht zusammen miteinander. Das ist ein Rahmen, der hier liegt, der ist schon fertig, der ist nicht wirklich anfassen, weil der entfettet worden ist. Wir wollen ihn ja nicht wieder. Genau, das sind zwei große Teile für, ich würde vermuten, sogar LKW-Trailer, also auf jeden Fall für Heavy-Duty-Trailer. Die werden dann hier vorbereitet und gehen dann weiter in die Richtung Endmontage oder Aufbau. So, das sind, hier sehen wir zum Beispiel, hier sind die Quertraversen, also die Querstützen, die auch schon behandelt worden sind, beziehungsweise auch noch behandelt werden zum Teil. Hier aber auch das werden die gestrahlt entsprechend. Ja. Da passiert gerade nichts, aber sie werden hier drin gestrahlt. Bei Überschreiben, so mit den Laufsteinen. Hier sehen wir sehr schön auch die Module oder modulare Bauweise von Van Klaas. Das sind im Prinzip fast schon Trailer, die fertig werden nachher, und das sind die Kommissionen dazu. Das heißt, der Kollege kommissioniert sich seinen Trailer vor
beziehungsweise die Kollegen kommissionieren für den Endmonteur den Trailer vor und packen alles in die entsprechenden Boxen. Die Boxen gehen dann nachher hier rüber zu den passenden Systemen dazu. Das wird ein System sein, was jetzt in die Endkontrolle nachher, die Endmontage nachher geht. Hier ist die Kleinteilefertigung. Lampen und all solche Dinge werden hier vorbereitet. Der Kollege baut hier gerade den Rückteil eines Trailers. Das ist das Teil, was ausgezogen werden kann nachher. Und hier ist so ein Haken. Das heißt, das kann auch nicht rausflutschen nachher. Wird alles vorbereitet, komplett auf Länge gemacht, so dass der Kollege, der das nachher zusammenbaut, wirklich nur noch das fertige Teil anbauen muss nachher. Genau, das gleiche passiert hier auch. Mal schauen, was die Kollegen gerade machen. Genau. Die bauen die Kotflügel schon fertig zusammen, so dass es auch deutlich einfacher nachher in der Montage klappt, dass in der Endmontage wirklich nicht mehr viel geschraubt werden muss. Glaubst du das schon immer, dass es weiß, schwarz und orange? Das schon immer nicht. Also wir haben das irgendwann eingeführt, weil wir doch das festgestellt haben, dass der ein oder andere, der in südlichen Gefilden unterwegs ist, dann, die werden ja dann irgendwann, bleichen natürlich aus, dann lieber doch schwarze Kotflügel haben möchte oder das Ganze in schwarz haben möchte. Wir haben auch schwarze Alufelgen, wir haben schwarze Gyro-Roller, wir können auch schwarze Kimrollen montieren, das heißt Kiel- und Kimrollen, alles was geht, auch in schwarz. Das können wir hier auch mal sehen. Hier sehen wir zum Beispiel gelbe und auch schwarze Kimrollen. Also das ist auf Wunsch machbar. Wo die Custom-Trailer gebaut werden und Projekte gebaut werden. Hier sehen wir aktuell mal nichts, außer Anbauteile, weil aktuell kein Projekt hier drin ist. Das letzte, was wir gebaut haben, steht gerade vor der Tür. Und da fängt der Kollege dann wieder neu an. Aber hier werden die einzelnen Segmente dann mit Ansaugvorrichtung quasi auf diesen Rahmen gepackt und dann wird das in einzelner Handarbeit wird das dann gebaut. So ein Trailer braucht dann auch mal 2-3 Tage und ein Kollege sitzt da alleine dran, der das baut. Daraus wird dann nachher der Custom-Trailer. Das heißt, diese einzelnen Segmente werden hier verschraubt, also ineinander verbolzt. Und weil die echt schwer sind, also die wiegen ein bisschen was, werden die dann mit dem Unterdruck in den Produktions- und Assemblierungsbereich werden die reingehoben, weil man das alleine gar nicht könnte. Werden dann genau positioniert und dann miteinander verschraubt. Ich denke, das wird schon ungefähr so ein bisschen Vorstau sein für den nächsten. Wir bauen das auch nur auf Bestellung. Wir hatten hier ein kleines Malheur, da haben wir uns entschieden, die Lampe zu tauschen. Das macht der Kollege gerade. Das heißt, er muss das komplette Kabel einmal komplett durchziehen, von vorne nach hinten und dann wieder anbauen. Aber wie wir sehen, das geht alles ganz schnell. Wir haben vor einer halben Stunde beschlossen, das zu machen und jetzt geht das auch schon los. Hier werden Einstellarbeiten gemacht, Intake-Pakete, Sachen, die schnell repariert werden müssen. Und hier findet auch die Endkontrolle statt. Das heißt, wenn wir jetzt von unserem mal wegschwenken auf diesen Trailer, der ist gerade in der Endkontrolle. Das heißt, der Kollege guckt sich jetzt alles an. Das ist Endcontrol. So, der macht die Endkontrolle jetzt auf dem Trailer, prüft, ob alles funktioniert, ob alles sitzt, zieht nochmal die Schrauben nach, hakt das auf seiner Checkliste entsprechend ab. Macht nochmal einen Lichttest am Ende und gibt den Trailer dann frei. Dann geht er auf den Platz raus. Dann werden die Papiere gemacht. Er ist hier auch nochmal gewogen worden. Und dann gehen die Papiere zum Kunden und der Trailer wird abholbereit gemeldet und zur Verladung vorbereitet. Das ist also die letzte Stelle, die letzte Instanz, wo hier nochmal drauf geguckt wird auf das Produkt, was gemacht wird. Und wir gehen jetzt gleich nochmal weiter zusammen zur Fertigung, zur Endmontage. Okay. Ja, hier bauen wir gerade einen relativ großen Trailer. Ich habe ja auch eingangs gesagt, wir bauen auch Projekte, das heißt nichts nur von der Stange. Das wird ein Trailer für eine große Axopar. Das wird vermutlich ein Hafentrailer werden, der dann auch nicht auf dem Straßenverkehr öffentlich benutzt wird. Ich denke das jedenfalls, aber genau weiß ich das nicht. Oh nee, doch, das sieht so aus, als ob es wirklich auch ein Trailer wird, der auf der Straße bewegt wird nachher. Der kriegt nachher auch ein Gyrosystem, das Rollensystem, was wir bei Axopar ja sehr gut nutzen können, weil es über die Stufenrümpfe führt. Und deswegen haben wir auch Kunden, die große Axopar-Boote haben, die in dem normalen 3,5-Tonnen-Bereich nicht mehr gefahren werden können, die dann solche großen LKW-Trailer bestellen. Ja, so soll es dann wohl werden. Das scheint etwas zu sein, was wir vorher schon mal gebaut zu haben. Oder ich mach's nochmal so, dann kann man es vielleicht etwas besser sehen.
Ja, das ist natürlich auch noch was anderes. Das ist super dick verstärkt. Da sind Knotenbleche noch mal dran. Das haben wir bei uns auch, aber das ist natürlich wirklich heavy. Ich weiß gar nicht, how big is it? Ist 7,5 schon? Ja. Ja. Das ist ein 7,5 Tonnen Trailer, der nachher ein Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen tragen wird. Inklusive des eigenen Gewichtes. Das heißt, wir können die Trailer hier reinfahren. Das machen wir auch, wenn wir sogenannte Intake-Pakete durchführen. Dann prüfen wir, ob das funktioniert. Alles, was wir so gebaut haben, wenn wir Spezialbauten machen, also Einstellungspakete. Dass Sie komplett alles machen für den Kunden. Genau. Wenn der Kunde nicht weiß, wie er es alleine einstellen soll und wenn noch zum Beispiel auf das Boot spezifisch die Schutzlast angepasst werden soll und wir vorher eben nicht wissen, wie schwer ist das Boot, an welchen Stellen und welchen Punkten, dann kann es mal notwendig werden, dass das eingestellt werden muss. Das haben wir hier gerade. Hier hat ein Kunde seine XO mit Trailer zurückgebracht, die eingestellt werden muss. Und dann wird das gerade gewogen worden in unserem Kran, den zeigen wir gleich nochmal. Wir haben einen Portalkran hier, wo wir alles wiegen können. Und jetzt wird das Boot wohl umgeladen auf den anderen LKW und der Trailer bei uns nochmal angepasst. Okay. Dann kommt ein großes Intake-Paket und dann geht das Boot wieder drauf und dann passt alles.